Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Guten Tag, liebe Experten. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ja, mehrmals verschoben das Pressbriefing. Nun klappt es endlich doch, dank der verschobenen Sperrfrist oder der verlängerten Sperrfrist des IPCC für den Beitrag der Arbeitsgruppe 3 zum sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats. Ich möchte jetzt auch keine lange Vorrede halten. Wir in der Journalistenblase sozusagen haben ja das ganze Wochenende darauf gewartet. Wann geht es denn dann los? Ganz kurz nochmal zum Kontext. Heute, 4. April 2022, um 17 Uhr erscheint der dritte Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates IPCC. Der dritte Teil, nachdem im Sommer und im Februar diesen Jahres Teil 1 und Teil 2 erschienen sind. Und dieser aktuelle Berichtszyklus wird dann im Herbst noch abgeschlossen mit dem Synthesereport. Der Beitrag der Arbeitsgruppe 3 beschäftigt sich mit der Minderung des Klimawandels und in 17 Kapiteln geht es um die Möglichkeiten, den Klimawandel zu begrenzen. Bewertet werden dabei relevante Optionen, den Klimawandel zu mildern, indem Treibhausgasemissionen entweder begrenzt oder verhindert werden oder indem ihre Konzentration in der Atmosphäre verringert wird. Berücksichtigt werden dabei wissenschaftliche, technologische, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Und es werden die bestehenden Möglichkeiten in allen möglichen Sektoren betrachtet. Ganz wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe gerade schon darauf hingewiesen, bis 17 Uhr steht alles, was wir hier besprechen, alles, was Sie hier hören, noch unter Sperrfrist. Und vorher darf bitte nichts nach draußen, aber ab 17 Uhr dann gerne damit an die Öffentlichkeit. Wir konnten vier Experten gewinnen, sich die Zeit für dieses Pressbriefing zu nehmen, nach aufreibenden und bestimmt kräftezehrenden Wochen der Verhandlungen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Alle sind als Autoren in den Bericht integriert gewesen, involviert gewesen. Und danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihr großes Interesse. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Fragen an die Experten zu stellen, die Sie gerne loswerden möchten. Tun Sie das bitte hier unten in F&A bei Fragen und Antworten. Und wir werden uns dann im Teamwork drum kümmern. Ich stelle Ihnen jetzt die Experten in der Reihenfolge der aufsteigenden Kapitel des Mitwirkens vor und beginne deswegen mit Professor Dr. Jan-Christoph Mings. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC in Berlin. Und er ist koordinierender Leitautor in Kapitel 2, das die Überschrift trägt Emissionstrends und Treiber. Herr Mings, schön, dass Sie da sind. Danke für Ihre Zeit. Die Überschrift des Kapitels heißt Emissionstrends und Treiber. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja gut, wir kriegen jedes Jahr das Global Carbon Budget, den UNEP Emissions Gap Report und so weiter. Was können wir dann aus Ihrem Kapitel heraus jetzt noch zusätzlich lernen? Was hat Sie selbst überrascht und was sind aus Ihrer Sicht die Kernbotschaften des Kapitels, an dem Sie mitgewirkt haben? Erstmal guten Tag an alle. Die Kernbotschaft unseres Kapitels ist wahrscheinlich, dass wir das Zeitalter der fossilen Energieträger leider immer noch nicht hinter uns gelassen haben. Wir haben den 270 Jahre andauernden Megatrend des Emissionswachstums noch immer nicht hinter uns gelassen und die Treibhausgasemissionen haben 2019 Rekordwerte erreicht, 59 Milliarden Tonnen, hauptsächlich durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Die Treibhausgasemissionen lagen im Jahr 2019 etwa 12% über dem Niveau von 2010 und 54% über dem Niveau von 1990. Und wir zeigen in dem Kapitel eben auch, dass die Dekarbonisierung der Energie, die zentral ist, auf globaler Ebene viel zu langsam voranschreitet. In 2 Grad Klimaschutzszenarien erfolgt die Dekarbonisierung der Energie etwa 10-mal schneller, als wir das zwischen 2010 und 2019 beobachtet haben und etwa 25 Mal schneller als in 1,5-Grad-Szenarien. Und wenn wir auch einfach mal die CO2-Emissionen der letzten Dekade aufsummieren, dann sind die ungefähr so groß wie das verbleibende Carbon-Budget, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das zeigt uns schon, die kommende Dekade wird sehr entscheidend für den globalen Klimaschutz sein. Aber wir zeigen auch auf, dass es Anzeichen für Fortschritte gibt. Das erste ist einmal, dass die Emissionen langsamer gewachsen sind als in der Dekade davor. Aber es gibt andere Anzeichen. Zum Beispiel haben wir eine wachsende Zahl von Ländern, die ihre Treibhausgasemissionen jetzt länger als 10 Jahre Nachhaltigkeit gesenkt haben. Und einige Länder haben die Treibhausgasemissionen seit ihrem Höchststand auch schon um ein Drittel oder mehr reduziert. Und einige über mehrere Jahre hinweg ungefähr
zumindest für eine Zeit lang, entlang von Raten, die in 2-Grad-Szenarien beobachtbar sind. Und einige Schlüsseltechnologien wie Batterien oder Wind oder Solar haben sich auch viel besser entwickelt, als man das, als selbst Experten das erwartet haben. Seit 2010 sind die Kosten für Solar- und Windenergie oder Batterien um bis zu 85% gesunken. Und im Jahr 2019 werden auch kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Stromerzeugungstechnologien 37% des weltweiten Stroms produzieren. Somit wird die nächste Dekade sehr wichtig sein, um zu entscheiden, ob das Glas halb voll oder halb leer war. Gut, danke, Herr Minks. Wir kommen sicherlich später noch auf einige dieser Punkte genauer zurück. Sie können das Mikro auch gerne offen lassen, wenn Sie möchten. Ich setze die Vorstellungsrunde fort mit Dr. Volker Krey. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Integrated Assessment and Climate Change Research Group am Energy, Climate and Environment Program am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse IASA in Luxemburg in Österreich. Und er ist Leitautor in Kapitel 4, Minderungs- und Entwicklungspfade in der nahen bis mittleren Zukunft. Herr Krey, schön, dass Sie da sind. Das Kapitel 2 von Herrn Minks, haben wir gerade schon gesagt, heißt Trends und Treiber. In Kapitel 3, also das, das zwischen Ihren beiden Kapiteln liegt, da geht es um die langfristigen Minderungspfade und bei Ihnen um die kurz- und mittelfristigen Pfade. Also ich vermute mal genau um die Frage, was muss jetzt schnell und schnell passieren, damit wir Mitte und Ende des Jahrhunderts dort sind, wo wir sein müssen, um ungefähr in der Nähe der Pariser Klimaziele zu sein. Liege ich damit richtig und was sind die zentralen Outcomes Ihres Kapitels? Ja, erstmal danke für die Einladung und guten Tag auch an alle anderen Teilnehmer. Ich glaube, Sie liegen mit Ihrer Aussage sicher richtig. Und zwar haben wir uns insbesondere eben kurzfristige Politik oder Politikmaßnahmen, die bereits implementiert wurden von verschiedenen Ländern, angeschaut und inwieweit die eben einer Senkung der Emissionen zuträglich sind und darüber hinaus, welche Ambitionen, die in den Nationally Determined Contributions, den NDCs, die ja nahezu alle Länder an das Sekretariat der Klimakonvention übermittelt haben, inwieweit diese Ambitionen kurzfristig ausreichen, um das 1,5 und 2 Grad Ziel zu erreichen, beziehungsweise um uns kurzfristig auf den richtigen Pfad hier zu bringen. Da finden wir, dass mit den gegenwärtigen Ambitionen, die in den NDCs artikuliert werden, das 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich überschritten wird, also damit nicht mehr erreichbar ist. Und selbst das 2-Grad-Ziel, also das Erreichen des 2-Grad-Ziels, wird sehr herausfordernd werden und den Druck auf künftige Generationen stark erhöhen, da es verlangen würde, dass man insbesondere nach 2030 dann Dekarbonisierungsraten erreicht pro Jahr, die jenseits jeglicher Präzedenzfälle auf globaler Ebene liegen. Also dann müsste man zwischen 2030 und 2050 enorm rapide Senkung des Kohlenstoffausstoßes erreichen, wenn man nicht bereits vor 2030 die Ziele nachschärfen kann. Dazu kommt, dass die Implementierung dieser oder das Erreichen dieser selbst gesteckten NDCs, die ja quasi in einem Bottom-up-Prozess durch die Länder artikuliert werden, dass die bislang implementierten Politikmaßnahmen noch nicht mal ausreichen, um die wirklich zu erreichen. Also da müssten wirklich die konkreten Politikmaßnahmen deutlich nachgeschärft werden, um diese selbstgesteckten Ziele zu erreichen und dann natürlich noch mal mehr gemacht werden, um wirklich uns auf den Pfad zu 2 oder 1,5 Grad zu bringen. Wir haben allerdings auch gesehen, dass es jenseits dieser nationalen Maßnahmen Hoffnung gibt, denn es gibt Maßnahmen nicht nationaler Akteure, also von Städten, von Ländern oder Provinzen oder auch Unternehmen, die zumindest zum Teil das Potenzial haben, diese Lücke zu schließen. Dabei möchte ich es erstmal belassen.
Ja, vielen Dank. Wir kommen auch hier sicherlich auf Dinge noch zurück. Ich setze die Runde fort mit Professor Dr. Felix Kreuzig. Er leitet die Arbeitsgruppe Landnutzung, Infrastruktur und Transport am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC in Berlin. Und er ist koordinierender Leitautor in Kapitel 5 des aktuellen Sachstandsberichts Arbeitsgruppe 3, das überschrieben ist mit Nachfrage, Dienstleistung und soziale Aspekte von Minderung. Herr Kreuz, ich freue mich auch, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Soziale Aspekte der Minderung. Das klingt umfassend, also sehr breit und obendrein sehr spannend. Es ging ja dabei auch um Dinge wie nachhaltigen Konsum, nachhaltige Produktion, kulturelle Normen, Verhaltensänderungen. In der Pressemitteilung wird sogar nochmal betont, wie wichtig diese Lebensstiländerungen sind. Was sind denn für Sie die wesentlichen Erkenntnisse Ihres Kapitels? Ja, vielen Dank. Das Kapitel ist eins, das zum ersten Mal im IPCC-Report auftaucht und entsprechend haben wir versucht, diese Landschaft von nachfrageseitigen Lösungen neu zu skizzieren oder überhaupt zu skizzieren. Vier Botschaften, die möchte ich gerne betonen. Erstens, und das entspricht der Abbildung SPM6, nach der auch gerade gefragt wurde, es gibt ein Mitigationspotenzial, ein Reduktionspotenzial von 40-70% der Treibhausgasemissionen in den Nutzungssektoren, also im speziellen Ernährung, Mobilität und Gebäude. Und das ist in 2050 gegenüber dem, was wir derzeit ungefähr an Politikmaßnahmen erwarten. Also das ist ein relevantes Potenzial und das klassifizieren wir in drei Dimensionen, nämlich erstens die Verhaltensänderung an sich, so die soziokulturellen Shifts, die da stattfinden, zweitens Infrastrukturen, also Infrastrukturen, die relevant sind, und drittens die Endnutzungstechnologien. Die drei relevanten Beispiele hier sind vor allen Dingen beim Verhalten die Möglichkeit von auf Fleisch, weniger Fleisch zu essen und mehr pflanzenbasierte Produkte zu essen. Ein sehr relevantes Potenzial, was mich auch sehr überrascht hat. Infrastrukturen, vor allem im Mobilitätsbereich, also hier die Möglichkeit, dass die Infrastrukturen bereitgestellt werden, wie zum Beispiel Fahrradwege, wie die Möglichkeiten mit flexiblen Sammeltaxis durch die Gegend zu fahren, damit auch eben ein neues Mobilitätsmuster entstehen können. Und drittens Technologieadaptation, vor allen Dingen auch im Gebäudebereich, also Wärmepumpen ist ein Beispiel. Es gibt natürlich viele mehr. Das hat Auswirkungen auf die Elektrifizierung. Das ist Panel C in SPM 6. Es gibt mehr Bedarf an Elektrifizierung, aber andererseits ist auch die Effizienz in nachfragebasierten Ankunftsmustern sorgt auch für eine Reduktion der Elektrizitätsnachfrage. Zweitens, ein sofortiges Potenzial ist ungefähr in Größenordnung von 5% der Emissionen in Endnutzungssektoren, also 3% der globalen Treibhausgasemissionen. Das ist natürlich relevant, auch in Anbetracht dessen, was kurzfristig passieren kann. Drittens, wir finden heraus, dass ein Fokus auf oder eine Narrative im Sinne von mehr Konsum gleich mehr Wohlstand empirisch nicht haltbar ist, sondern dass tatsächlich auch veränderte Konsummuster, die teilweise eben verringerten Energiebedarf bedeuten, tatsächlich auch mit einem besseren Wohlergehen in bestimmten Dimensionen einhergehen. Und das ist ein stabiles und empirisch robustes Resultat. Und viertens, all diese Maßnahmen sind nicht allein auf den Konsumenten zurückzuführen, sondern bedürfen eigentlich alle Politikinstrumente, also zum Beispiel diese Infrastrukturen oder auch flexible Feedbacksysteme in Gebäude, wo Informationen über Preismechanismen sofort zurückgespiegelt werden. Soweit, dabei würde ich es zuerst belassen. Dankeschön, Herr Kreuzig. Dann mache ich unsere Runde jetzt komplett und stelle Ihnen Dr. Oliver Geden vor. Er ist Senior Fellow in der Abteilung EU Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit SWP in Berlin. Und er ist Leitautor in Kapitel 12, dessen Überschrift lautet Sektorübergreifende Perspektiven. Herr Geden, danke für Ihre Zeit. Es gibt ja in dem IPCC-Bericht einzelne Kapitel zur Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Landnutzung, zu Städten und Siedlungen, Gebäuden, Transportindustrie und so weiter. Ihr Kapitel soll jetzt das Ganze über die Grenzen zwischen den Sektoren hinaus betrachten. Was ist dabei rausgekommen und wie groß sind die Herausforderungen der einzelnen Sektoren im Vergleich zueinander? Ja, vielen Dank. Das Kapitel sektorenübergreifende Gesichtspunkte ist insofern herausfordernd, als dass es nicht nur diese übergreifenden Gesichtspunkte betrachtet, die
Figure SPM 7 kommt auch aus diesem Kapitel, nach der eben gefragt wurde, wo die Mitigationspotenziale einzelner Optionen bewertet werden. In dem Kapitel tauchen aber auch Bereiche auf, sage ich mal, die nicht, die quer zu den traditionellen Sektoren liegen oder die vielleicht später mal Sektoren werden könnten, aber jetzt noch keine sind, wie Carbon Dioxide Removal, in Deutschland oft negative Emissionen genannt. Oder das Food System ist ein zweiter Bereich, der dort eine große Rolle spielt. Wer mich kennt, weiß, dass ich in dem Bereich negative Emissionen, Carbon Dioxide Removal sozusagen meine Spezialisierung habe. Dafür war ich auch in dem SPM-Prozess zuständig. Und ich denke, speziell dort ist die Innovation, dass sehr viel stärker als früher unterschieden wird, wie viel Carbon Dioxide Removal oder CO2-Entnahme brauchen wir schon, um klimaneutral zu werden oder CO2-neutral. Ich glaube, es geht ein bisschen unter oder ist ein bisschen untergegangen bislang in der politischen Debatte, dass wir, um ein Netto-Null-Ziel zu erreichen oder wenn wir sagen, wir wollen ein Netto-Null-Ziel erreichen, eigentlich schon Ja zur CO2-Entnahme gesagt haben, weil sonst wäre es kein Netto-Ziel oder kein Neutralitätsziel. Damit ist noch nicht gesagt, wie viel wir brauchen, aber dieser Zusammenhang, der wird sehr klar gemacht, auch in der SPM. Es wird immer Restemissionen geben, die sollten möglichst niedrig sein und die müssen ausgeglichen werden. Und dann müssen sich Staaten überlegen, mit welchen Methoden will ich das eigentlich angehen. Aufforstung machen wir ja schon, aber es gibt auch neue, stärker technologieorientierte Methoden. Aber der IPCC würde nicht sagen, die Länder müssen dieses oder jenes machen oder in einer bestimmten Menge. Und unser Kapitel ist so ein bisschen der Hub für Carbon Dioxide Removal und untersucht auch einige Technologien, aber eher hinsichtlich sozusagen ihrer technoökonomischen Potenziale. Es gibt das Thema Carbon Dioxide Removal, CO2-Entnahme auch prominent im Szenarienkapitel, in Kapitel 3, aber da dominiert sozusagen eher die globale Optimierungsperspektive. Und, weil das schon im Chat schon danach gefragt wurde, davon dann wirklich klar zu unterscheiden, sind netto-negative Emissionen. Also das, was sozusagen dann unterhalb der Nulllinie passiert, zum Beispiel, wenn wir versuchen, global die Temperatur wieder abzusenken. Aber ich glaube, der Unterschied ist wichtig, weil netto-negative Emissionen, das mit einzukalkulieren, hat oftmals sozusagen den Geruch des Dubiosen. So bin ich selber auch in diese Debatte gekommen. Aber wir brauchen es schon, um auf Netto-Null zu kommen. Und im Grunde genommen kann man sagen, Deutschland hat dazu schon Ja gesagt, die EU auch. Die Frage ist nur, welcher Umfang und was genau wollen wir machen in dem Bereich? Dankeschön. Vielen Dank erstmal für Ihre Eingangsstatements, für die Antworten auf die ersten Fragen. Wir fangen gleich an mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, aber eine sei mir noch kurz gestattet. Bei Herrn Minks klang es durch, bei Herrn Krey klang es nicht nur durch, sondern war sehr deutlich. Und ich hatte an mehreren Stellen bei dem, was ich bisher lesen konnte, das Gefühl, im Grunde ist dieser Bericht so ein bisschen das der Abgesang auf das 1,5-Grad-Ziel und das 2-Grad-Ziel ist auch hochgradig gefährdet. Es klang ja beim Arbeitsgruppenbericht 1 noch ein bisschen anders. Ne? Da klang es ein bisschen so, ja, jetzt wird es Zeit, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Können Sie mir da kurz beim Verständnis helfen? Gerne, Herr Gehn. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine, was schon im Arbeitsgruppe 1-Bericht gesagt wurde, mit einer Deutlichkeit, die dann in der Politik nicht wirklich aufgegriffen wurde. Selbst bei den optimistischsten Szenarien, was Emissionsminderung angeht, ist es wahrscheinlich, dass die 1,5-Grad-Schwelle überschritten wird in den 2030er Jahren. Politisch wird das Ziel aber oft definiert als Ziel, das im Laufe des Jahrhunderts zu erreichen ist. Das heißt, man könnte es auch zunächst überschießen und dann wieder versuchen, dahin zu kommen. Das ist natürlich trotzdem, ich sage mal, sehr weit weg, sich das vorzustellen, wenn die globalen Emissionen nicht sinken, sondern im Moment sogar noch leicht steigen, schon mit einzukalkulieren, dass wir irgendwann global nicht auf null, netto null CO2 sind, sondern netto negativ und diese Kurve dann drehen. Aber die Szenarien, die globalen Szenarien kalkulieren das mit ein, weil sie eben darauf ausgerichtet sind, unter anderem zu überprüfen, wie ginge es denn überhaupt noch? Und Herr Krey kann dazu sehr viel mehr sagen als ich. Insofern ist das auch kein Abgesang auf die Erreichbarkeit des 1,5-Grad-Ziels, aber
Ja, man kann schon seit Arbeitsgruppe 1 mit einer gewissen Grundskepsis darauf gucken, ob wir es schaffen, da immer drunter zu bleiben unter dieser Schwelle. Herr Krah, jetzt hat Herr Geden quasi den Ball für Sie angelupft. Möchten Sie den schießen? Ja, das war wirklich eine gute Vorlage. Lassen Sie mich zwei Dinge dazu klarstellen. Das eine ist, die Aussagen, die ich getätigt habe, sind quasi konditional auf die gegenwärtigen Ambitionen, wie sie artikuliert sind. Und ich meine, die Hoffnung ist natürlich, dass im politischen Prozess die Ambitionen auch kurzfristig bis 2030 nochmal deutlich nachgeschärft werden, um dann eben das 1,5-Grad-Ziel wieder stärker in den Blick zu bekommen. Und selbst wenn 1,5 Grad nicht erreicht würde, auch die Herausforderung zur Erreichung des 2-Grad-Ziels machbarer zu machen. Dazu ist dann auch noch wichtig, und das hat der Geden ja gerade angesprochen, eben diese Frage des sogenannten, jetzt fehlt mir das deutsche Wort dazu, des Temperature Overshoots. Das heißt, insbesondere bei 1,5 Grad ist es quasi so, dass die gesamte Szenarienliteratur davon ausgeht, dass es eben eine kurzfristige Überschreitung gibt. Die Frage ist dann, wie hoch wird die sein? Je größer diese temporäre Überschreitung dann sein würde, desto mehr müsste man wieder Kohlenstoff aus der Atmosphäre wirklich abscheiden und geologisch dann speichern, um diesen Trend zum Teil eben zu rückgängig zu machen. Es gibt in der Szenarienliteratur welche, die das 1,5-Grad-Ziel Ende des Jahrhunderts noch erreichen, auch kompatibel mit den gegenwärtig artikulierten Ambitionen in den NDCs, die dann aber wiederum eine massive Anwendung von Carbon Dioxide Removal voraussetzen würden. Wirklich. Also die zwei Punkte sind wichtig. Wir sind noch nicht in 2030, aber es würde wirklich ein sofortiges und sehr signifikantes Gegensteuern bedeuten, um die Wahrscheinlichkeit, das 1,5-Grad-Ziel eben nicht sehr stark zu überschreiten, temporär, um das noch als Möglichkeit im Blick zu halten. Herr Mink, Sie hatten sich auch noch gemeldet, und dann würden wir mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen einsteigen. Genau, nur ganz kurz. Also ich glaube, es ist wirklich ein bisschen so, es ist die entscheidende Dekade, insofern, dass wir nicht nochmal so eine Dekade hinlegen können, wie wir sie hingelegt haben. Also ich glaube, jetzt nochmal über 400 Gigatonnen CO2-Äquivalente, das würde ich schon als fatal bezeichnen in Bezug auf die Erreichbarkeit des 1,5-Grad-Ziels. Aber jetzt kommen wir mal, ich glaube, da haben wir noch nicht so sehr drauf fokussiert, auf die positiven Nachrichten des Berichtes. Es gibt noch 1,5-Grad-Pfade, wie Herr Krah eben gesagt hat, aber dafür müssen wir einiges tun. Und da gibt es eine andere gute Nachricht, und ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Abbildung ist zu Kosten und Potenzialen. Da sehen Sie, dass die Emissionen gegenüber 2019, also gegenüber den 59 Gigatonnen, die ich genannt habe, halbiert werden können mit Optionen, die weniger als $100 pro Tonne CO2 kosten, und die Hälfte davon kostet weniger als $20. Also das sind schon Sachen, die auch Hoffnung geben, und ich glaube, wenn wir beherzt in diese Richtung losmarschieren, dann ist auf jeden Fall da noch Musik drin, würde ich sagen. Okay, dann steige ich jetzt, Dankeschön, jetzt steige ich mal ein mit den Fragen, und die Frage wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass uns als JournalistInnen das interessiert. Die Kollegin fragt, um welche Formulierung wurde bei den SPM denn jetzt so lange gerungen, dass sich das so verschoben hat? Gerne, Herr Minks. Ja, also ich glaube, erstmal muss man da ein bisschen den Prozess klären. Also das ist ja tatsächlich wir haben die Summary for Policymakers besprochen, die Ihnen vorliegt. Und da machen die Wissenschaftler machen dann einen Textentwurf, und der wird dann zur Abstimmung
gegeben. Und das bedeutet ja, dass alle Länder dem dann jedem einzelnen Satz zustimmen müssen. Da ist jetzt erstmal ganz wichtig, dass Sie eines wissen. Der Bericht, der darunter liegt, ist geschlossen. Das heißt, wenn jetzt in der SPM steht, ein Baum, der Baum ist grün, und in dem unterliegenden Report steht, der Baum ist rot, dann können Entscheidungsträger nicht dafür nicht den Satz reinbringen, der Baum ist rot. So, also das erstmal. Und dann wird auch grundsätzlich ist es so, dass, dass dann immer die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das letzte Wort haben, aber eine gewisse Offenheit haben, auch die, die Concerns von Regierungen aufzunehmen. Und da geht es ja dann tatsächlich einfach nur um die Balance in der Sprache. Aber wie gesagt, die Wissenschaft hat das letzte Wort und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich würde jetzt, und das, da können ja vielleicht andere, die anderen Kollegen noch was zu sagen, um welche Formulierungen wurde gerungen. Es wurde ganz breit gerungen, weil einfach die Interessenslage von Ländern sehr unterschiedlich ist. Ich würde sagen, das hat sich über alle Sektoren gestreut und das hat sich von den Szenarien bis zu den historischen Emissionen abgespielt und von daher gab es jetzt nicht das eine Thema, das das verzögert hat, sondern es war einfach ein Dialog, der sehr lange gebraucht hat und wir waren am Ende sehr froh, alle, sowohl die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger als auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da durchgegangen zu sein. Herr Geden, Sie hatten sich gemeldet. Ja, auch nochmal zum Prozess. Es gibt bei diesem Prozess ja auch Beobachter und Beobachterinnen. Es fällt immer so ein bisschen runter, aber ich weise mal darauf hin, im Laufe der Woche wird das sogenannte Earth Negotiation Bulletin erscheinen, wo Sie das sogar nachvollziehen könnten. Und diese Dokumente gibt es schon für das WG2 Plenary und das WG1 Plenary. Und da sehen Sie viele Diskussionen schon abgebildet, zum Teil auch auf einem hohen methodologischen Niveau. Die Regierungen können ja nur auf Basis des zugrunde liegenden Reports erfolgreich argumentieren. Manchmal argumentieren sie auch ohne Bezug auf den Report, aber wir entscheiden als Autoren und Autorinnen, ist es konsistent, nicht nur mit dem wissenschaftlichen Stand allgemein, sondern mit dem Report. Insofern ist das bisweilen anstrengend und kann lange dauern. Und Interventionen gibt es von allen Seiten. Ich lese jetzt erste Berichte im Guardian, welche Länder da besonders problematisch waren. Aber es sind halt nicht nur diejenigen, die als klimapolitisch problematisch gelten, sondern auch die ambitionierten Länder versuchen, sozusagen ein bestimmtes Framing manchmal reinzubringen. Und es hat natürlich viel mit nationalen Interessen oder damit zu tun, wie national Klimapolitik gemacht wird. Da haben eigentlich alle Regierungen Interesse daran, sagen zu können, guck mal, der IPCC hat festgestellt, was wir machen, ist ganz besonders gut. Das ist sozusagen eine Neigung, die Regierungsdelegationen eben haben. Und manchmal dauert das länger, manchmal dauert das weniger lang. Hat manchmal auch mit der Textlänge zu tun, mit der man in den Prozess reingeht, weil je länger dieser Text ist, diese Summary, desto länger wird auch gerungen. Also wenn man da sozusagen mit 5 Seiten Summary einsteigen würde, wäre man vermutlich wesentlich schneller fertig gewesen. Aber das schafft man dann halt auch nicht, das schaffen Wissenschaftler auch nicht. Hat der Krieg in der Ukraine denn die Beratung beeinflusst in irgendeiner Form? Nach meinem Eindruck überhaupt gar nicht. Ich kann es natürlich nicht vergleichen mit anderen sozusagen Approval Plenaries, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es den Prozess beeinflusst hat. Also die einzige Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass tatsächlich die ukrainische Delegation mehr interveniert hat als vorher, also gar nicht, oder sich mehr eingebracht hat als vorher, das ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck, aber das weiß ich nicht, ob das damit was zusammenhängt, wahrscheinlich nicht, weil das ändert sich halt auch immer von Sitzungsrunde zu Sitzungsrunde. Herr Kreuzig, ein Kollege bezieht sich auf Ihr Eingangsstatement und fragt, Sie sagen, dass die Effizienz vieler Maßnahmen steigt, sich dadurch der Strombedarf dann wieder reduziert. Jetzt fragt er, was ist aber mit dem Rebound-Effekt? Die Effizienz steigt, die Nachfrage steigt stärker als die Effizienz.
Den Rebound-Effekt gibt es, der ist allerdings teilweise geringer als vorher vermutet. Und das Wichtige ist hier die zusammenhängenden Maßnahmen, die es gilt zu adressieren. Also das sind dann zum Beispiel, wenn wir nicht nur über bessere Technologien reden, sondern auch über Infrastrukturen. Also ich rede jetzt zum Beispiel über Stadtplanung, die aktive Mobilität ermöglicht, dann kommen wir ja schon aus dem Rebound-Effekt auch raus. Da gibt es natürlich weitergehende Rebound-Effekte, dass wer in der Innenstadt lebt und ohne Auto lebt, dann auch mehr fliegt. Da geht es natürlich eben darum, diese anderen Sektoren auch zu adressieren. Und das zentrale Instrument, um da habhaft zu werden, ist natürlich der CO2-Preis, der auch einen gesamten Skalierungseffekt nach unten hat, also eine zentrale Möglichkeit. Gerne möchte ich auch noch auf eine andere Frage eingehen. Es wurden verschiedene gestellt, aber eine würde ich gerne noch gerade beantworten. Und zwar spezifisch zu der Figure auch, also die grauen Balken, das ist ja die Supply-Side-Options, also die produktionsseitigen. Da geht es um die Energieerzeugung, Elektrizitätssektor natürlich vor allen Dingen. Da spielt das zusammen, was Herr Minks auch am Anfang sagte, also die sinkenden Preise bei den Erneuerbaren. Da ist hier das Potenzial wirklich in diesen grauen Balken, also dass sehr viel dort passiert und im Zusammenspiel von reduzierter Energienachfrage und stark steigenden Erneuerbaren kann hier halt viel passieren. Und da die spezifische Frage war noch zum Fleischkonsum, das ist ziemlich interessant. Da geht es tatsächlich, also das ist dann die induzierten Effekte von weniger Fleischkonsum und das geht dann auch hin in Bezug auf natürlich weniger Methanproduktion im Viehbestand, dann aber natürlich vor allen Dingen auch die reduzierten Emissionen durch weniger produziertes Tierfutter, was eine enorme Landfläche weltweit bedarf und natürlich jetzt auch gerade aktuell ist in Bezug auf Umstellungspotenzial auf Nahrungsmittel und schließlich auch um vermeidete Abwaldung. Das ist ein zentraler Punkt. Also diese Implikationseffekte des Nahrungsmittelsektors sind sehr groß. Dankeschön, Herr Krei. Bei der nächsten Frage gucke ich so ein bisschen auf Sie. Die Kollegin fragt, wo ist die Frage? Jetzt ist sie verrutscht. Wenn wir mit kurzfristigen Überschreitungen rechnen müssen, gibt es dann infolgedessen schon Schäden, die nicht mehr revidierbar sind? Zum Beispiel naturbasierte Lösungen, die nicht mehr funktioniert und mit denen wir gerade rechnen, dass wir sie nutzen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Fällt, glaube ich, von der Expertise her eigentlich eher in den Bereich der Arbeitsgruppe 1 und 2. Es ist aber natürlich so, dass eine temporäre Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels größeren Stress auf zum Beispiel Ökosysteme ausübt, dadurch, dass eben kurzfristig kurz bis mittelfristig die Temperatur bestimmte Schwellen eben überschreitet und dann natürlich auf Seiten der Ökosysteme zum Beispiel nochmal Anpassungsdruck passiert, wenn man wieder runtergeht mit der Temperatur. Also das ist sicherlich so. Und dann gibt es noch die ganze Diskussion um die sogenannten Tipping Points, also die Kipppunkte von bestimmten Teilen des Klimasystems und all das. Wird natürlich durch ein großes temporäres Überschreiten Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels nicht gerade positiv gefördert. Aber wie gesagt, die Auswirkungen, also diese Teile sind aus meiner Sicht eher in der Arbeitsgruppe 1 und 2 angesiedelt. Herr Geben, Sie wollten ergänzen? Ja, nur kurz. Tatsächlich spielt das in der SPM von Arbeitsgruppe 2 schon eine Rolle und auch im Report selbst. Es wird auch im Synthesebericht eine größere Rolle spielen, also wo ja die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 1, 2 und 3 zusammengebracht werden. Ist es im Arbeitsgruppe 3-Bericht da reflektiert, wo es dann auch um die CO2-Speicherfähigkeit natürlicher Senken geht oder eben auch Carbon Dioxide Removal Methoden, also wie Aufforstung oder Soil Carbon Sequestration oder anderen, die sich unter zumindest steigenden Temperaturen sozusagen anfällig werden. Man muss aber auch sagen, dass die Forschung zu vorübergehenden Overshoot-Phasen eigentlich erst am Anfang steckt. Man weiß schon, was man kann klarer sagen, was passiert, wenn man dauerhaft überschreitet.
aber was möglicherweise irreversibel ist, wenn man, ich sage jetzt mal, 30 Jahre bis auf 1,6 geht und danach wieder auf 1,5, da ist die Forschung einfach noch nicht so weit. Ich würde vermuten, dass das in AR7 ein großes Thema werden könnte. Frage eines Kollegen. Gibt es Facetten des Berichts, bei dem Sie zu optimistischeren Schlussfolgerungen kommen, als es beim 5. Sachstandsbericht Arbeitsgruppe 3 war? Und wenn ja, welche sind das? Also ich kann da was zu sagen. Ich denke, das wurde schon gesagt vorher, die Kostenreduktion bei vielen Technologien ist ganz zentral. Sehr, sehr, sehr schnell sind die gegangen, erneuerbare Batterie, aber auch andere Technologien, die vor allem granular sind. Das bringt viel, das ist optimistisch, weil das bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr in einer Welt leben, wo die ökonomischen Kosten sehr groß sind, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass wir trotzdem noch über finanzielle Liquidität sprechen. Finanziert werden muss das alles und das sind oft Front-up-Kosten. Aber wie gesagt, ökonomische Systeme werden darunter nicht leiden. Und der zweite zentrale Aspekt ist, dass dieses nachfrageseitige Potenzial jetzt durchdekliniert ist und mit der Einsicht, das ist auch machbar. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt irgendwie in die Steinzeit zurückfallen, sondern im Gegenteil, wir können in Systemen leben, wo wir einfach eine bessere Lebensqualität haben. Also das sind zwei positive Nachrichten. Herr Mink, Sie hatten sich auch gemeldet und dann aber Ihr Gesicht wirkte so, als hätte Herr Kreuzig schon Ihren zentralen Punkt. Nee, genau. Ich hatte das ja auch schon eingangs gesagt mit den Technologien. Genau, das war der Punkt nochmal. Okay. Herr Geden, Sie hatten es in Ihrem Eingangsstatement auch schon angerissen, aber es ist hier sind ein paar Fragen zur Frage der negativen Emissionen und zu CDR-Techniken gekommen. Ich möchte sie einfach mal zusammenfassen. Vielleicht können Sie noch mal kurz darauf eingehen. Das Erste, was sind die vielversprechendsten Maßnahmen für CO2-Removals, die helfen könnten, Restemissionen abzubauen? Dann, welches Verhältnis und gerne konkret in Zahlen besteht zwischen dem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und dem Potenzial von CDR? Welchen Anteil könnte dabei die Nutzung der Kernkraft tragen? Und das Dritte, globaler sozusagen, angesichts der immer noch steigenden Treibhausgasemissionen, welche Rolle werden Ihrer Meinung nach bis Mitte des Jahrhunderts die negativen Emissionen spielen? Ja, vielen Dank. Zum Frage der Verhältnisse der einzelnen Ansätze. Ich glaube, die Stärke des Reports ist zunächst mal zu zeigen, dass es da viel Flexibilität gibt, vor allen Dingen für einzelne Länder, die ja jeweils für sich entscheiden werden, was sie machen. Und insbesondere die Szenarienkapitel sozusagen zeigen ja mögliche Variationen, wie man es angehen könnte. Und die sektoralen Kapitel eben, was in einzelnen Sektoren möglich ist. Ich denke, die klare Message muss immer sein, dass klassische Emissionsreduktionen Vorrang haben. Es geht nicht darum, einfach so weiterzumachen und dann alles sozusagen ein zweites System mit Carbon Dioxide Removal aufzubauen. Wie dann aber die Zahlenverhältnisse genau sind, da kommen bei Modellierung unterschiedliche Verhältnisse raus. Also was sind sozusagen die unvermeidbaren Restemissionen unter welchen Annahmen? Und welche Volumina haben die da? Aber landwirtschaftliche Emissionen spielen da eine große Rolle, Methan und Lachgas. Aber je nachdem, was Sie beim Thema Fleischkonsum, Fleischproduktion annehmen, verändert sich das natürlich. Und ich glaube, dass da gibt es dann keine, die klare Aussage ist, Emissionsreduktionen müssen im Vordergrund stehen und Länder werden das für sich entscheiden. Ich glaube, Deutschland wird eine Langfriststrategie auflegen, bei der das Zahlenverhältnis dann auch benannt werden muss. Auf EU-Ebene kommt das auch irgendwann. Was die Frage angeht, wie vielversprechend sind einzelne Optionen, würde ich sagen, wenn man von heute drauf guckt, wir machen ja schon Carbon Dioxide Removal durch Aufforstung. Und biologische Methoden haben erstmal den Vorteil, dass sie ja schon da sind, sind verfügbar, könnten hochskaliert werden und auch zu relativ geringen Kosten. Und da ist eher die Frage, haben wir das Land dafür? Das würde sich in jedem Staat nochmal anders stellen. Und wie gehen wir sozusagen mit der Anfälligkeit der Kohlenstoffspeicher um, den natürlichen? Das ist auch eine Frage, die in der SPM dann angeschnitten wird, aber auch schon in WG1 war, aber hier auch nochmal in WG3 aufkommt. Und am anderen Ende des Spektrums habe ich sozusagen Ansätze mit einer längeren Speicherdauer, wenn ich zum Beispiel das CO2 geologisch speichere, also jetzt nicht mit klassischem CCS, aber wenn ich CCS mit Direct Air Capture verbinde oder mit Bioenergie, da sind die Kosten aber sehr viel höher und niemand kann heute sagen,
Bei welcher Hochskalierung von Direct Air Capture, Herr Kreuz, ich kenne Sie damit auch sehr gut aus, wir sozusagen welche Kostenbandbreiten in den 2030er Jahren sehen könnten. Das kann so laufen wie bei Solar, PV und Wind, aber das hängt davon ab, wer jetzt die Upfront-Investments tätigen würde in den nächsten 10 Jahren. Aber Direct Air Capture ist auch wieder wichtig zu unterscheiden, Direct Air Capture an sich ist noch kein Carbon Dioxide Removal. Es kommt darauf an, was mit dem CO2 passiert. Wenn ich da einen synthetischen Treibstoff draus mache, ist das CO2 2 Wochen später wieder in der Luft. Dann ist es bestenfalls netto null, wenn der Energieinput vorne CO2-neutral war. Ich muss es dann irgendwie unter die Erde bringen, damit ich netto negative Emissionen habe. Wie das dann später aussieht in der zweiten Jahrhunderthälfte, würde ich sagen, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wenn wir es sowieso brauchen, um auf netto null zu kommen, werden alle Länder, die es ernsthaft versuchen, ihre Erfahrungen damit machen. Und es müssen auch nicht mit allen Technologien die Erfahrungen, die im Land gemacht werden. Kann auch sein, dass die USA das Land sein wird, das Direct Air Capture und dann hoffentlich zusammen mit Carbon Storage hochskaliert und sozusagen dann den Preis runterkauft, wissen wir jetzt nicht. Aber wir machen eine Bewertung, wo stehen diese Ansätze jetzt, in welche Richtung könnte es gehen. Ich glaube, das Wichtige ist, wir müssen damit einfach mehr Erfahrungen sammeln, ohne den Eindruck zu erwecken, ach, wenn wir das machen können, dann können wir ansonsten weitermachen wie bisher. Dankeschön. Ein Kollege fragt, im vergangenen Bericht wurden die Aufwendungen für Klimaschutz ins Verhältnis zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt, dem sogenannten GDP, gesetzt. Gibt es im neuen Bericht Abschätzungen, wie viel das 1,5 Grad, wie viel das 2 Grad und wie viel Nichtstun kosten würde? Also ich habe jetzt gerade eine Erinnerung aus der SBM in Erinnerung, und zwar das ist nicht genau diese Aussage, aber das ist die Beobachtung, dass in vielen Ländern, wo die Emissionen sich absenken, gleichzeitig ein Wirtschaftswachstum beobachtet wurde. Also hier einfach die Kompatibilität von sehr starkem Klimaschutz mit gesamtwirtschaftlichen Effekten. Aber das ist nicht Ihre Frage, sondern geht nur so ein bisschen in die Richtung. Die Frage ist ja eher sozusagen, wie viel kostet es, also viel Geld in den konsequenten Klimaschutz zu investieren versus auf der anderen Seite des Pols sozusagen nichts zu tun. Ich habe die Antwort nicht, aber wir gucken, der Kreis scheint zu haben. Wir haben alle geguckt, wie in der Prüfung, oh, diese Frage, irgendwo steht das. Und ich kann mich an die Diskussion darüber erinnern, aber ich glaube, wir waren nicht in den entsprechenden Abschnitten. Aber wenn, dann würde ich sagen, kann der Kreis das beantworten. Ja, ich musste mich auch erst gerade mal orientieren. Es war tatsächlich so, dass diese, um diese Zahlen auch eine wirklich große Debatte abgelaufen ist. Ich muss zugeben, dass ich nicht direkt involviert war, sonst hätte ich jetzt nicht vielleicht auch nachschauen müssen. Ganz wichtig dazu ist zu sagen, also diese Zahlen existieren, also die Mitigationskosten werden ins Verhältnis für verschiedene Klimaziele ins Verhältnis zum globalen zur globalen Wertschöpfung gesetzt. Und das wäre dann auch vergleichbar mit dem 5. Sachstandsbericht. Was hier insbesondere wichtig ist, ist zu verstehen, dass es sich hier um sehr partielle Abschätzungen hält und die auch eine große Unsicherheitsbandbreite die von einer großen Unsicherheitsbandbreite umgeben werden. Also diese Kosten müssen im Prinzip in Verhältnis gesetzt werden mit dem Nutzen, nämlich der Nutzen, dass Auswirkungen von Klimawandel vermieden werden. Und diese Zahlen stehen jetzt hier nicht konsistent mit da drin. Ja. Das ist eine ganz große Gefahr hierbei. Was auch zum Teil nicht berücksichtigt ist, ist der Nebennutzen. Also ist diese ökonomischen Abschätzungen, den wichtigen Nebennutzen, der in Abbildung 8 ja qualitativ bewertet wird von Klimaschutzmaßnahmen auf viele andere Sektoren wie Wasser, wie Energie, wie Hunger und so weiter. Das ist dieser Nebennutzen auch nicht konsistent mit in diesen Kostenabschätzungen bewertet wird. Es geht hier um Zahlen im
einstelligen prozentualen Bereich, wenn man jetzt das 1,5-Grad-Ziel sich anschaut. Aber wie gesagt, es sind sehr partielle Abschätzungen, die zunächst mal nur berücksichtigen, dass, dass eben zusätzliche Investitionen getätigt werden müssen, aber eben den Primär- und Sekundärnutzen dieser Maßnahmen eben nicht widerspiegeln. Ja. Herr Mings, bei der nächsten Frage könnte ich mir vorstellen, dass sie sich an Sie richtet. Wie gefährlich ist die jüngste Renaissance der Kohle? Ja, dazu haben wir tatsächlich in B27, finde ich, ein ganz interessantes Assessment gemacht. Wir haben uns angeguckt, welche fossilen Infrastrukturen haben wir, wie viel CO2 werden die ausstoßen, wenn man die jetzt genauso weiter betreibt, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Das heißt, dass man die nach, sagen wir mal, ein Kraftwerk lebt so ungefähr 40 Jahre, wenn man ein Kohlekraftwerk erst nach 40 Jahren abschaltet, ein Gaskraftwerk bei Gebäudeinfrastrukturen, bei Industrieinfrastrukturen. Und da haben wir gezeigt, dass wenn man also die fossilen Infrastrukturen oder die auf fossilen Energieträgern basierten Infrastrukturen so weiter betreibt wie heute, dann hat man schon zukünftige CO2-Emissionen, die ungefähr so groß sind, wie die Klimaschutzpfade Restemissionen haben für das 1,5-Grad-Ziel. Und wenn man dann auch noch die geplanten Infrastrukturen im Stromsektor dazu nimmt, dann ist das ungefähr so groß wie beim 2-Grad-Ziel. Und dann haben wir einen sehr interessanten Vergleich gemacht von diesen Zahlen mit anderen Zahlen aus den Emissionspfaden und haben die sektoral verglichen. Und dann zeigt sich sehr stark, dass es vor allen Dingen die Unterschiede im Stromsektor liegen. Also man muss vor allem, wenn man sich Szenarien anguckt, sehr schnell beim Stromsektor aus den fossilen oder besonders schnell aus den fossilen raus. Und dann haben wir da jetzt sehr deutlich gemacht, dass gerade da in dem Sektor, im Stromsektor, dass wir da einfach die auf fossilen Energieträgern betriebenen Infrastrukturen, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und so weiter, dass wir die nicht mehr so lange betreiben dürfen und auch nicht mehr so stark auslasten dürfen und dass vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Finding hier, dass wir keine neuen Kohlekraftwerke eigentlich mehr bauen sollten, ohne höchstens, wenn man CCS da dran setzt, wenn wir nicht die Pariser Klimaziele verfehlen wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage im Bericht. Also die kurze Antwort auf die Frage, ist die Kohlerenaissance gefährlich? Ja. Insofern, dass wir auf jeden Fall aus der Kohle schnell raus müssen und dass der IPCC auch insbesondere auf den Bau von neuen Kohlekraftwerken, also wenn Renaissance dann den Bau neuer Kohlekraftwerke meint, dass dann ganz klar gesagt wird, dass jedes neue Kohlekraftwerk die Pariser Klimaziele gefährdet. Ich binde jetzt mal zwei Fragen zusammen, die einmal die Politik und einmal sozusagen das Handlungspotenzial des einzelnen Bürgers, Bürgerinnen anfragen. Das erste ist, wo sehen Sie für die Politik am ehesten das Potenzial, um in Deutschland klimaschonendes Konsumverhalten auch mit Hinblick aufs Wohnen zu fördern? Und das zweite, was würden Sie sagen, wenn ein Bürger, eine Bürgerin Sie fragt, was kann ich denn tun und bringt das überhaupt was? Kreuzi, Sie nickten schon und ich habe da auch tatsächlich an Sie gedacht. Die eine Antwort erstmal, was der Einzelne tun kann, da sagt der Bericht relativ klar, dass das immer kontextuell wichtig ist. Also wir brauchen einfach Politikinstrumente. Wir können, natürlich kann der Einzelne bestimmte Sachen tun und das ist auch wichtig, dass es Beispiele gibt, aber wir brauchen die Rahmenbedingungen. Also es geht, ich habe die Beispiele genannt, intelligente Stromzähler, wir müssen Wärmepumpen massiv in den Markt drücken,
Es geht tatsächlich auch die Rahmenbedingungen im Mobilitätsbereich. Dazu gehört ein autofreier Sonntag zum Beispiel mal. Oder Tempolimit ist tatsächlich effektiv. Das ist nicht nur eine ideologische Debatte, sondern wirklich ein relevantes Instrument. Das summiert sich. Das sind alles nicht die allergrößten Punkte, aber diese Maßnahmen summieren sich. Und das bedeutet im Wesentlichen, ja, also wir können was tun, aber wir brauchen vor allem die politischen Rahmenbedingungen dafür und am Ende auch die Infrastrukturen, also Sicherheit im Verkehr, ganz großes Thema, was indirekt halt sehr relevant ist für den Klimaschutz. Genauso halt auch im Konsumverhalten beim Fleisch, also das ist einfach nicht eine Sache des Individuums, sondern es muss Angebote geben, es braucht einfach viel bessere und lecker schmeckende vegane Gerichte in Restaurants, denn Priming-Effekt, diese Gerichte sollen zuerst dargestellt werden, es braucht finanzielle Instrumente, also Stickstoffüberschussbesteuerung zum Beispiel oder die Möglichkeit auch auf der EU-Ebene den landwirtschaftlichen Sektor mehr auf Nahrungsmittelproduktion und nicht auf Tiermittelproduktion auszurichten. Also eine Rahmen von Bedingungen, die sich auf den Konsum auswirken, die aber nicht besonders von den Einzelnen vorangehen. Das heißt aber nicht, dass der Einzelne nichts tun kann. Es gibt ja noch andere Rollen. Also wir sind nicht nur Konsumenten, sondern auch soziale Rollenvorbilder zum Beispiel. Wir sind die Wohlhabenden, sind auch Investoren zum Beispiel. Dann sind wir professionell, also wir sind im Beruf tätig, zum Beispiel StadtplanerInnen, Transportplaner, ArchitektInnen. Diese Berufe, die sind ja enorm einflussreich in Bezug auf was Standardsetzung geht. Diese Ebenen sind also sehr relevant und dann natürlich auch als Bürgerinnen, also tatsächlich als politische Partizipative, die auch politische Prozesse mit anstoßen. Genau, also das Wichtige vielleicht, dass dieses kurzfristige Potenzial steht ja noch im Raum, klimaschonendes Konsumverhalten in Wohnungen, dazu gehört eben vor allen Dingen Informationsfeedback und auch die besprochenen, in Medien besprochenen Instrumente wie Thermostatregulierung, die auch in Italien zum Beispiel auch gesetzlich vorgegeben sind und andere Maßnahmen, die ich schon erwähnt habe. Gut, ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor, denn Herr Minks hat noch einen Folgetermin. Das Science Media Center in London macht auch ein Pressbriefing und Herr Minks ist auch dort als Experte zu Gast. Die anderen drei hatte ich richtig verstanden, dass wir vielleicht noch ein, zwei Fragen anschließen können, wenn Herr Minks sich gleich verabschiedet. Aber Herr Minks, ich würde Ihnen gerne die Abschlussfrage stellen und ich greife da die Frage auf, die mir ein Kollege gestern schon geschrieben hat, weil ich die so schön finde. Stellen Sie sich vor, Sie bestimmen heute und morgen die Schlagzeilen in allen großen deutschen Medien zu den Ereignissen dieses Beitrags der Arbeitsgruppe 3. Was wären Ihre Top-Schlagzeilen und was sind aus Ihrer Sicht die relevantesten Ergebnisse? Also neu und überraschend und gerne auch wenig allgemein. Es gibt Lichtblicke im Klimaschutz. Und das sind die besprochenen Entwicklungen in den Technologien. Und das zeigt uns, dass wenn wir etwas tun mit Entschiedenheit, dass wir dann Dynamiken auslösen, die vielleicht größer sind, als wir sie vorher eingeschätzt hätten. Die Wichtigkeit des Berichtes, da würde ich sagen, der Bericht zeigt klarer denn je, dass wir das fossile Zeitalter beenden müssen und das Ruder in der nächsten Dekade rumreißen müssen im Klimaschutz, weil sonst das Fenster für das 1,5-Grad-Ziel schließt. Aber wir können das schaffen, die Optionen sind da und es bedarf jetzt der entsprechenden politischen Weichenstellung. Und kann man diese Aussage, wir müssen die Emissionen schnell, rapide reduzieren, auch noch konkreter machen im Sinne von, Herr Kreuz, Sie hat es ein paar Mal angesprochen, Fleischkonsum, also Massentierhaltung reduzieren, anders fliegen, anders fahren, anders heizen? Also ich sage das jetzt mal ganz provokant, wenn wir die 50% schaffen, die ich schon genannt habe, verglichen mit dem 2019-Niveau, also alle die Optionen ziehen, die weniger als $100 kosten, dann waren wir erfolgreich. Okay, gut. Herr Minks, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir verabschieden uns dann hier von Ihnen. Ich hoffe, liebe Kolleginnen, für Sie ist das auch in Ordnung. Und wir anderen vier bleiben noch ein bisschen hier und sprechen noch ein paar Fragen weiter. Herr Minks, vielen Dank. Tschüss.
Danke, dass Sie sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, denn Sie haben ja auch gesehen, da sind einige Fragen reingekommen. Ein Kollege schreibt, es gibt ja auch ein Kapitel zum Finanzsektor. Welche Regeln können diese finanziellen Vorgaben zur Treibhausgasminderung spielen? Und ich meine, in der Kürze der Zeit gelesen zu haben, dass die Finanzflüsse um den Faktor 3 bis 6 zu niedrig sind, als sie sein müssten, um dort einen substanziellen Einfluss zu haben auf die Dekarbonisierung. Können Sie dazu was sagen? Also schon der Krei hat zuerst gezuckt. Nein, Sie müssen sich das vorstellen, Herr Krei wird auch die Antwort geben, aber zum Prozess, also sind ja in Medien und Sie könnten jetzt auch nicht jede Frage beantworten, die sich darauf bezieht, was Kollegen in einem anderen Ressort geschrieben haben letzte Woche. Sie wären vielleicht sogar überrascht, was in Ihrer eigenen Zeitung über Themen gesagt wurde, mit denen Sie sich rudimentär auskennen. Und so geht uns das auch. Wir sind ja jetzt hier noch 3, von eben waren wir 4, von fast 300 Autoren und Autorinnen, die den ganzen Bericht geschrieben haben. Ich weiß gar nicht, welche Seitenzahl der haben wird. Und dann jetzt auch diese SPM ist natürlich voluminös und diese Verhandlungsstränge laufen ja parallel. Das heißt, manches haben wir dann mitbekommen aber wissen, wo das ungefähr steht. Aber da wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch immer sozusagen hundertprozentig richtig liegen wollen, also klar, ein bisschen bluffen können wir auch, aber wir wollen ja richtig liegen, zucken wir dann erstmal, denken, was sage ich da jetzt? Aber Herr Krei hat zuerst gezuckt und deshalb muss er jetzt auch ran. Ja, aber also das vorab zu schicken, war, glaube ich, sehr nützlich. Es ist tatsächlich für uns halt auch eine Herausforderung. Und es sind ja jetzt nicht so viele Stunden vergangen, seitdem der Gesamtbericht überhaupt seitdem die Zusammenfassung der Entscheidungsträger jetzt wirklich als konsolidiertes Dokument existiert. Es ist tatsächlich so, dass es eben eine massive Hochskalierung von Investitionen und dementsprechend auch Finanzierung bedarf in den nächsten 10 Jahren. Und das ist sicherlich eine kontroversielle Debatte hier. Die Faktor 3 bis 6 wurde genannt. Ich glaube, es ist natürlich auf der anderen Seite auch wichtig zu berücksichtigen, dass eben die Entwicklung aus der jüngeren Vergangenheit beispielsweise eben Technologie wurde ausgiebig genannt und auch die Granularität der Technologien, die da jetzt beitragen können, was wiederum eine Hochskalierung leichter macht. Also das ist eine wichtige Randbedingung dazu. Ich glaube, ein ganz wichtiges Signal ist, dass es wirklich, also dass Klimafinanzierung und grüne Investments mehr zu einem Mainstream-Produkt auch geworden sind in der jüngeren Vergangenheit. Und dann gibt es natürlich nochmal die ganze Debatte um Finanzierung, die von Industrieländern für Entwicklungsländer zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein hochkontroversielles Thema, wo es ja Zusagen von Seiten der Industrieländer gab bis 2020, die aber allerdings nicht vollkommen erfüllt wurden. Und das ist auch sicherlich ein Thema gewesen, das in der Verabschiedung des Berichts eine wichtige Rolle gespielt hat und das kontroversiell diskutiert wurde. Aber wie gesagt, wir stecken, glaube ich, alle nicht so tief drin jetzt in der Debatte, dass wir da jetzt im Detail antworten können. Also zumindest geht es mir so. Aber es ist eine signifikante Hochskalierung der Finanzierung notwendig mit positiven Signalen in der jüngeren Vergangenheit. Eine Kollegin fragt, im Bericht stünde, dass der Sektor Land keine verzögerten Emissionsreduzierungen in anderen Sektoren kompensieren kann. Sie fragt jetzt, was bedeutet das für Unternehmen, die sich bisher über Kompensation klimaneutral rechnen? Ja, Herr Gieb. Ja, die Formulierung betrifft natürlich im Wesentlichen dann auch Carbon Dioxide Removal. Ich glaube, das ist dann sozusagen ein Warnschild, das aufgestellt wurde in dieser Message. Ich glaube, es ist C9 zum Landnutzungssektor, dass es da viele Potenziale gibt, aber dass diese Potenziale nicht dazu genutzt werden sollten, ansonsten so weiterzumachen wie bisher und sich darauf zu verlassen, dass irgendwo anders auf der Welt durch das Wachstum zum Beispiel von Bäumen, das schon wieder irgendwie ausgeglichen wird.
Ich glaube, es geht darum, ja, wir brauchen auch CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, aber es können eben biologische Methoden sein, die wir auch kennen. Aber es kann nicht darum gehen, so weiterzumachen wie bisher und dann einfach mehr Removal zu machen. Die Emissionen müssen genuin reduziert werden. Es geht natürlich auch gerade im Landsektor darum, weitere Emissionen zu vermeiden, die sich zum Beispiel aus Entwaldung, aus Deforestation ergeben. Aber ja, Sie können das als schon nicht mehr implizite Kritik daran lesen, welche Praxis es gibt, dass plötzlich alle, nicht alle, aber sehr viele Unternehmen quasi bis übermorgen klimaneutral sein wollen oder CO2-neutral, aber selbst da nicht in erster Linie daran denken, ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Gibt es denn Konflikte zwischen bestimmten Minderungsmaßnahmen und einer nachhaltigen Entwicklung und den Nachhaltigkeitszielen? Und wenn ja, bei welchem muss man besonders vorsichtig sein, um diese Konflikte nicht unnötig eskalieren zu lassen? Und welche dieser Konflikte lassen sich möglicherweise relativ einfach lösen? Also umgekehrt gesagt, die meisten Mitigationsmaßnahmen sind eigentlich kompatibel mit den Nachhaltigkeitszielen. Also das ist erstmal die positive Nachricht. Und es gibt natürlich ein paar Sachen, wo es eher in Konflikt geht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Nitritätssektor mit Kohle und Gas mit CCS belasten, so dann haben wir dann immer noch die Luftverschmutzungsprobleme, die ja sehr eklatant sind und viele Millionen Tote jedes Jahr weltweit kosten, also eine sehr große Dimension. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall eine Differenzierung. Hatte sich noch jemand dazu? Ich war jetzt unsicher gerade, okay. Ich stelle noch als letzte Frage, die ich hier noch aufgreife, eine Frage einer Kollegin, von der ich glaube, wir haben sie am Anfang schon mal gestriffen. Sie sagt, im Bericht heißt es, dass alle Sektoren das Potenzial bieten, Emissionen einzusparen. Welche Sektoren sind besonders vielversprechend? Also wir müssen ja in allen ganz runter. Deswegen ist es die Frage so ein bisschen, bei manchen geht es ja vielleicht ein bisschen schneller und wir haben gehört, Elektrizitätssektor, da gibt es viele Möglichkeiten, sehr ziemlich schnell voranzugehen und das ist auch notwendig. Und andere sind schwieriger, also vielleicht einer der schwierigsten ist der Luftverkehr, wo Batterieflugzeuge höchstens für Kurzstrecken vorhanden sind und wir vielleicht mit Synfuels oder E-Fuels irgendwie in 2050 dran kommen. Wir können auch jetzt schon durch Quotenregelungen welche reinbringen, aber wir haben dann die Nicht-CO2-Emissionen immer noch nicht erschlagen. Also hier haben wir Probleme, aber es gibt auch, man kann das auch so sehen, also der Mobilitäts-, der Transportbereich hat die wenigsten Reduktionen nachzuweisen. Das zeigt sich derzeit als schwierigsten, aber es gibt auch wirklich Potenziale, hier voranzugehen. Da müssen wir jetzt nicht denken, dass es so weitergeht. Ja, Herr Gehden. Herr Krei, Sie hatten sich, glaube ich, auch noch gemeldet, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber machen Sie erstmal, Herr Gehden, dann kann Herr Krei überlegen, ob er noch was sagen möchte. Also man kann das unter anderem in der Figure SPM5 sehen, wie jetzt in verschiedenen Pfaden, sag mal, das Verhältnis sich darstellt, was möglicherweise auch zum Zeitpunkt von Netto Null noch überhalb der Nulllinie bleibt und was auf Null ist oder gar unter Null ist. Ich glaube, die SPM5 bezieht sich aber nur auf CO2. Jedenfalls da, wo es um die einzelnen Sektoren geht. Aber auch da gibt es immer verschiedene Varianten. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass es dann heißt, und das werden wir auch erleben, dass Sektoren sagen, naja, die Wissenschaft hat doch festgestellt, unsere Emissionen sind sozusagen die Restemissionen. Ich glaube, das werden wir im Landwirtschaftssektor erleben. Ja, man kann sich aus heutiger Sicht jedenfalls nicht technologisch vorstellen, bei gleichbleibender sozusagen Beständen, zum Beispiel in der Tierhaltung, dass man mit dem Methanproblem anders umgehen kann. Das ist dann möglicherweise eher eine politisch induzierte Lebensstilfrage. Aber das finde ich wirklich toll an Herrn Kreuzigs Kapitel, dass immer klar wird, das muss politisch induziert werden und begleitet werden, weil es nicht darum gehen kann, Individuen dafür verantwortlich zu machen, einfach anders zu kommunizieren, was wiederum nicht bedeutet, dass es keine individuelle Verantwortung gäbe, aber das muss dann schon zusammengehen. Aber der Energiesektor und da insbesondere Strom, da sind sehr große Potenziale, aber wir erleben ja auch in der deutschen Debatte,
dass jetzt die komplizierteren Sektoren, jetzt Industrie sehr stark über das Wasserstoffthema in den Blickfeld geraten. Aber die vergessenen Sektoren bislang sind Transport, sind Landwirtschaft und innerhalb des Energiebereichs sicherlich der Wärmesektor. Das Problem erleben wir ja jetzt bei der Frage Gasimporte aus Russland und Frage, welchen Gasverbrauch haben wir eigentlich und wie schwierig wird es sein, das anders zu regulieren, weil im Stromsektor kann ich mit wenigen Maßnahmen sozusagen große Scheiben rausschneiden und in anderen Sektoren habe ich es mit sehr vielen Akteuren zu tun. Ich habe mit ihnen entweder als Wählerinnen und Wähler zu tun im Wärmesektor, wenn ich Renovierungsvorgaben mache, betreffen sie uns alle im Alltag, beim Transport kann das ähnlich sein. Im Landnutzungssektor habe ich weltweit auch nicht diese One-Size-Fits-All-Logik. Darauf weist C9 auch sehr deutlich hin. Das heißt, das ist dann komplizierter oder Länder müssen ihre eigenen Lösungen finden. Und die sektoralen Kapitel, aber auch die Szenarienkapitel zeigen auf, was möglich ist. Ich glaube, gerade die sektoralen Kapitel und auch das Kapitel von Herrn Kreuzig, was im Grunde genommen auch ein sektorales Kapitel ist, obwohl es über einzelne Sektoren hinausgeht, bietet dann weltweit auch sozusagen einen Fundus, um zu sehen, was funktioniert anderswo, woran wir als Regierung in Land X noch gar nicht gedacht haben. Was können wir auch von anderen lernen? Welche Potenziale sind da drin? Und insbesondere bei Industrie, glaube ich, hat sich der Blick darauf, was geht und was nicht geht, doch deutlich gedreht in den letzten Jahren. Und da stimme ich nochmal, kann ich mal auf Herrn Minks zurückgehen. Wir haben viele Möglichkeiten, aber sie müssen dann eben auch genutzt werden von Regierungen in einzelnen Ländern, um jetzt wenigstens schnell die Emissionen runterzubekommen und dann mittelfristig bis langfristig dann auch diese Nulllinie anpeilen zu können. Herr Kreis, weil ich mir unsicher war, ob Sie noch was sagen wollten, das waren jetzt lange Ausführungen, wollten Sie es noch ergänzen? Oder? Ja, eigentlich nur ein einziger Punkt, es war wirklich schon sehr, sehr umfassend. Muss ich natürlich auch bewusst sein, dass es immer gilt, die Systemperspektive zu halten, also die Verknüpfung der verschiedenen Sektoren. Eine Maßnahme in einem Sektor kann zu Vermeidungen in einem anderen Sektor führen. Gerade die Industrie wurde als schwieriger Sektor angesprochen. Die Nutzung von Industriegütern durch den Endverbraucher hat natürlich auch ein großes Potenzial, Industrieemissionen zu vermeiden. Zum Beispiel hat jeder das eigene Auto vor der Tür stehen oder teilen sich mehrere Haushalte, also im Carsharing, Zugriff auf ein Auto. Das reduziert dann mal den Stahlbedarf um einen Faktor 5 im Vergleich zu, also wenn sich jetzt 5 Haushalte beispielsweise ein Auto teilen würden, was natürlich ein riesiger Hebel ist im Vergleich zu die gleiche Menge Stahl müsste jetzt nur mit einer treibhausgaseffizienteren Technologie erzeugt werden. Also das ist halt auch zu berücksichtigen. Gut, dann komme ich jetzt zu der Schlussrunde, die Sie ja gerade bei Herrn Minks schon miterlebt haben. Also, kleines Gedankenspiel. Sie können sozusagen bestimmen, welches die Schlagzeilen sind, die für Sie die Top-Nachbotschaft sind, die aus diesem Bericht sozusagen in die Medienwelt gehen. Was sind für Sie die relevantesten, vielleicht auch die neuesten und überraschendsten Ergebnisse des Reports? Und ich würde gerne in der gleichen Reihenfolge wie vorhin weitermachen. Deswegen, Herr Krey, Sie als Erstes. Ja, jetzt kommt das Scheuklappenproblem natürlich wieder zur Anwendung. Das heißt, habe ich tatsächlich den Gesamtbericht schon verdaut? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Aus meiner Sicht, wir haben anfangs tatsächlich so angefangen, dass die Nachrichten eher in die negative Richtung gehen. Aber ich glaube, in der Gesamtschau ist wirklich herauszuarbeiten, dass die letzten 5 bis 10 Jahre seit dem vorhergehenden Sachstandsbericht auch Anlass zur Hoffnung geben. Dass es eben in bestimmten Sektoren, in bestimmten Bereichen wirklich Bewegung gegeben hat. Das ist nicht per se auf globaler Ebene, aber dass es viele Leuchttürme quasi gibt, die man sich angucken kann und wo es wirklich wichtig ist. Und da ist sicherlich das Kapitel von Herrn Kreuzig als neues Kapitel, hat eine neue Blickrichtung oder einen neuen Blick auf die Problematik ermöglicht. Ist ein
ja, ist, glaube ich, eine wichtige Nachricht. Es gibt viele Beispiele, die halt dann auf Systemebene hochskaliert werden müssen. Und nicht jeder muss die gleiche Maßnahme implementieren, um eben das Ziel zu erreichen. Also ich glaube, im Kern sehen wir wirklich positive Entwicklung, aber es wird viel politischen und gesellschaftlichen Willen brauchen, um das durchzusetzen. Es ist nicht davon auszugehen, es wird uns alle auch betreffen in unserem täglichen Handel. Herr Kreuzig? Ja, ich mache auch die Scheuklappen-Antwort. Stichwort Lebensstiländerung, wie gesagt, die bedürfen immer politischer Begleitung. Aber was die am Ende auch bedeuten, ist tatsächlich Veränderung. Und wir leben gerade in Zeiten von sehr vielen Veränderungen. Und die Botschaft hier ist, wir können diese auch aktiv gestalten und wir brauchen da nicht zu viel Angst für haben, sondern können die auch positiv gestalten. Das heißt, es gibt konkret die Möglichkeit, viel energieeffizienter zu leben, aber gleichzeitig auch ein gutes Leben zu führen. Und dafür brauchen wir keine Angst haben. Und Herr Gehden, keine Angst vor Scheuklappen antworten, denn es geht ja um Ihre drei wichtigsten Aussagen oder Überschriften. Ja, ich möchte auch gar nicht die Scheuklappenantwort geben, weil, im Sinne von, ich bin Experte für eine bestimmte Technologie und dann neigt man dazu, die jetzt besonders in den Vordergrund zu stellen. Aber genau das finde ich problematisch. Carbon Dioxide Removal ist nötig für Netto Null. Wir müssen uns darum kümmern, aber auf dem Weg zu Netto Null ist es nicht das Wesentliche, sondern Emissionsreduktionen sind das Wesentliche. Und der zweite Punkt, wir haben viele Möglichkeiten und ich glaube auch, dass die Welt, dass einzelne Länder, aber irgendwann auch die Welt es schon schaffen kann, auf Netto Null CO2-Emissionen und vielleicht auch Netto Null Treibhausgasemissionen zu kommen, was schwieriger ist. Und das wird darüber entscheiden, wie stark die Temperatur steigt. Wir müssen, glaube ich, weg von dieser Idee 1,5 oder gar nichts oder 1,5 und dann ist alles egal. Wenn die CO2-Emissionen global auf Null sind, hört der Temperaturanstieg auf. Und das heißt, da müssen wir hin. Das heißt, diese Linie ist eigentlich die entscheidende. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt, also wie sich das Klimasystem einpendelt oder ob wir es dann, wenn wir sowieso schon auf Netto Null sind, Netto Null CO2 uns auch vorstellen können, unter die Nulllinie zu kommen. Darauf sollten wir uns jetzt nicht verlassen im Sinne von Overshoot und das kriegen wir beziehungsweise die kommenden Generationen in den Griff. Und weil wir es noch gar nicht erwähnt haben, und da bitte ich wirklich die Journalistinnen und Journalisten, die im Call sind, sich vielleicht auch nochmal an Herrn Krei, an mich, aber auch an den Herrn Kriegler vom PIC, der heute nicht da ist, zu wenden. Es gibt neue Netto-Null-Zahlen und ich glaube, da gibt es viel Erklärungsbedarf, weil deutlicher abgebildet wird, was ist Netto-Null-CO2 und was ist Netto-Null-Treibhausgase. Und ich fürchte, das wird für ein bisschen für Irritation sorgen. Wir sagen, da wird es viel Erklärungsbedarf geben und wenden Sie sich gerne an uns. Das ist doch eine Einladung, die man möglicherweise auch gerne annimmt. Damit kommen wir zum Ende unseres Pressbriefings. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, dass Sie trotz der Hängepartie jetzt sich die Zeit genommen haben, um hier dabei zu sein. Video und Transkript finden Sie so schnell wie möglich auf unserer Webseite. Das Video wird sicherlich zum Ablauf der Sperrfrist klappen. Das überarbeitete Transkript nicht. Wenn Sie aber auch mit der maschinellen Variante, die zum Teil wirklich kreative Wortgebilde drin hat, einverstanden wären, können wir Sie Ihnen die auch gerne schicken. Schicken Sie eine E-Mail an redaktion@sciencemediacenter.de, wenn Sie das haben möchten. Genauso, wenn Sie einen Audiomitschnitt dieser Veranstaltung benötigen. Herr Krei, Herr Kreuzig, Herr Gehden, ich danke Ihnen sehr für diese Zeit, für die Einblicke, für die Offenheit, für unsere Fragen und für die Expertise, die Sie eingebracht haben. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, viel Spaß bei der Berichterstattung und gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.